Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. In der Vorlesungsreihe Biologie sind wir heute beim 10. Teil angelangt und hier wird es um den Zitratzyklus und die Endoxidation gehen. Ja, das Inhaltsverzeichnis ist wirklich sehr kurz gehalten. Wie der Titel schon vermuten lässt, ist das erste Thema der Zitratzyklus und das zweite Thema ist die Endoxidation bzw. die Atmungskette. Okay, fangen wir mal an. Also, der Zitratzyklus. Er dient in der Regel der Gewinnung bzw. der Synthese von GTP, also kurz Guanin-Triphosphat, welches ähnlich den Adenosin-Triphosphat, ATP, ein Energieträger ist. Was auch noch hergestellt wird, ist NADH+ und FADH2, die dienen im Prinzip als Elektronentransporter für die Atmungskette und sind damit wichtig für die ATP-Synthese. Entstehen tun auch andere diverse Moleküle, welche für den Anabolismus, das ist also der Aufbau körpereigener Stoffe, wichtig sind. Zum Beispiel die Alpha-Ketonsäure, die Vorstufe von Aminosäuren darstellen. Bei Eukaryoten findet der Zitratzyklus in der Matrix der Mitochondrien statt, bei Prokaryoten im Zytosol, einfach weil sie einfacher gebaut sind. Dabei wird in mehreren Schritten das Acetyl-Coenzym A, also COA abgekürzt, aus der Dekarboxylierung zu Wasser und CO2 abgebaut, wobei die oben genannten Produkte entstehen. Die Nettobilanz des Zitratzyklus lautet CH3COS-COA plus 3NAD+, plus FAD, plus GTP, plus P, plus 2H2O, reagiert zu 2CO2, plus 3NADH, plus 3H+, plus FADH2, plus GTP, plus Coenzym ASH. Also Sie sehen, es entsteht, was energiebilanztechnisch wichtig ist, einmal GTP und für den Elektronentransport und damit die ATP-Synthese, dreimal NADH und einmal FADH2. Der Zitronensäurezyklus beginnt beim Acetylcoenzym A. Und wir sehen, der ist relativ komplex und als Zyklus muss er natürlich auch ein geschlossener Kreislauf sein und unterteilt sich in verschiedene Schritte. Im ersten Schritt wird erst einmal aus dem Acetylcoenzym A mittels der Zitratsynthetase Zitrat gewonnen, welches dann mittels der Akontinase zu Cis-Acotinat synthetisiert wird. Das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an, weil das hier, zumindest biochemisch betrachtet, nicht ausführlich genug meines Erachtens dargestellt wird. Wie ich schon sagte, im ersten Schritt des Zitratzyklus werden Oxalacetat und Acetylcoenzym A mithilfe des Enzyms Zitratsynthetase zu Zitrat umgewandelt. Oben sehen wir das Oxalacetat, unten das Acetylcoenzym A. Was passiert jetzt? Also beim Oxalacetat wird das mittlere Sauerstoffatom an der Doppelgruppe, also gewisserweise an der Aldehydgruppe, mittels eines Protons verbunden. Damit wird aus der Aldehydgruppe eine Hydroxygruppe und ein freies Elektron. Zeitgleich passiert beim Acetylcoenzym A dasselbe, sprich die Aldehydgruppe wird protoniert und das führt dazu, dass die Bindung umklappt und von der linksbündigen Methylgruppe, ist eigentlich ja keine Gruppe, aber vom Methylmolekül dort, wird ein Proton abgespalten, sodass die Doppelbindung verschoben wird. Wie wir sehen, kommt das dabei heraus. Diese Doppelbindung ist natürlich nicht sehr stabil und kann sich jetzt mit den freien Elektronen des umgewandelten Oxalacetats binden. Dabei klappt bei dem Acetylcoenzym A die Hydroxidbindung, die Bindung vom Wasserstoff beim Hydroxidgruppe um. Das Wasserstoff wird abgespalten. Zeitgleich lagert sich eine Hydroxygruppe an, wofür ein Wasserstoff abgespalten wird. Damit verbinden sich die beiden und es entsteht erstmal als Nebenprodukt das Coenzym A, weil von der Schwefelgruppe, wie gesagt, die Bindung wegklappt. Genau an der Stelle bindet es sich dann an das Oxalacetat, womit das Citrat entstanden ist. Im Schritt 2 oder genau genommen 2a, man unterteilt das hier in zwei Unterschritte, wird durch das Enzym Acetinase eine Katalyse
vorgenommen und was zur Isomerisierung des Citrates zu Cis-Aconitat führt. Abgebildet haben wir hier das Citrat. Ich habe nur einmal das Wasserstoff extra eingezeichnet, weil das hier beteiligt wird. Durch die Katalyse kommt es jetzt dazu, dass die Hydroxygruppe sich mit diesem Wasserstoff verbindet. Die Bindung zwischen den C- und den Sauerstoffatomen klappt um. Und damit haben wir im Prinzip das Cis-Acutinat. Bei Schritt 2b geht die Katalyse im Prinzip weiter und es bildet sich anschließend das Isocitrat, womit eine Umwandlung von einem tertiären Alkohol, dem Citrat, zu einem leicht zu oxidierenden sekundären Alkohol, das Isocitrat, stattfand. Was passiert ganz grob? Also an die Doppelbindung bindet sich einerseits ein Hydroxidion, dann ein Wasserstoffion an den tertiären C und das führt dann zum Isocitrat, welches wir hier abgebildet sehen. Wenn wir hier weiter im Citratzyklus voranschreiten, sehen wir, oben nach Schritt 2b ist das Isocitrat gebildet worden. Jetzt wird erstmalig NADH und H+ indirekt gebildet. Eigentlich ist es ja ein Hauptprodukt, aber eigentlich von der Reaktion selbst ist es ein Nebenprodukt, weil über die Isocitrat-Dehydrogenase mithilfe der NAD+ Oxalosuccinat gebildet wird, welches dann über die weitere Katalyse zu den Alpha-Ketoglutarat wird. Das ist dann auch wichtig für die Aminosäureoxidation, aber auf die möchte ich jetzt hier nicht eingehen, das ist etwas weiter weg vom Thema. Ja, wie ich schon sagte, das entstandene Isocitrat, welches durch die Isomerisierung nun leicht zu oxidieren ist, wird nun katalysiert durch das Enzym Isocitrat-Dehydrogenase und wird dadurch mittels NAD+ zu Oxalosuccinat oxidiert. Wie funktioniert das? Das ist relativ einfach. Über das Enzym ist es jetzt möglich, dass sich von der unteren Hydroxygruppe das Wasserstoff an NADH+ bildet. Dadurch hat das das verbleibende Sauerstoffion an der Bindung ein freies Elektron und die Bindung klappt zur Doppelbindung um. Es bindet sich noch ein Wasserstoff daran. Es speist sich dabei noch ein zweites Wasserstoff ab, wo das NADH+ herkommt. Und damit haben wir das Oxalosuccinat. Durch weitere Katalyse kommt es zur Dekarboxylierung, also Abspaltung von CO2, und es bildet sich Alpha-Ketoglutarat, welches Grundlage für die weitere Energiegewinnung, aber auch in der Biosynthese von Aminosäuren wichtig ist. Was passiert hier? Wir haben jetzt ja das NAD+ und NADH+ und haben noch freies Potenzial, weil ja natürlich nicht nur ein Molekül davon vorhanden ist. Im Prinzip findet erstmal nur eine Proton-Umwandlung statt, das heißt, ein Proton wird abgespalten, an einer anderen Stelle bindet es sich. Abgespalten wird es von der oberen Hydroxygruppe, das H bindet sich an das C. Damit hat das C natürlich eine Bindung zu viel, es wäre jetzt ja fünfbindig. Das passiert jetzt nicht schrittweise, sondern alles zeitgleich, muss man sich auch vorstellen. Und damit klappt die Bindung zwischen dem C und der oberen Säuregruppe, die hier eingekreist ist, um, sodass wir dann oben nach der Bindungsumbildung wirklich CO2 haben. Und ja, das ist die Dekarboxylierung. Das CO2 wird jetzt durch die Bindung des Wasserstoffs an das C-Atom gelöst. Das Ergebnis ist das Alpha-Ketoglutarat. Nachdem das Alpha-Ketoglutarat gebildet ist, wird über die Alpha-Ketoglutarat-Dehydrogenase und unter Einsatz von NAD+ und wieder einer Dekarboxylierung, wie wir hier sehen, CO2 wird ja abgespalten, das Succinyl-Coenzym A gebildet, welches über eine passende Synthetase dann zu dem Succinat umgewandelt wird. Ja, wenn wir uns das mal genauer anschauen, ist es ja so, dass katalysiert durch die Alpha-Ketoglutarate-Dehydrogenase und unter Oxidation durch NAD+, das Alpha-Ketoglutarat mit Coenzym A zu Succinyl-Coenzym A reagiert, welches auch zur Proferinsynthese für die Hemmgruppe des Hämoglobins dient, siehe Blut.
So, abgebildet haben wir hier die beiden. Unser bisheriges Syntheseprodukt, ja eigentlich ein Zwischenprodukt, das Alpha-Ketoglutarat. Oben haben wir das Coenzym A. Die Bindung von Coenzym A zwischen dem Schwefel und dem Wasserstoff klappt zu den C-Atomen rum, an dem sich die Keto-Gruppe befindet, also Doppelbindung zum O. Gleichzeitig wird das H natürlich abgespalten und wird zu einem freien Proton. Und von der endständigen Hydroxygruppe, eigentlich ja sogar Säuregruppe, wenn ich das genau anschaue, wird das H abgespalten zu NAD+. Damit bindet sich zwischen dem Alpha-Ketoglutarat und dem Coenzym A eine Bindung aus über Schwefel und das Kohlenstoff. Energetisch wäre das Kohlenstoff natürlich dann wieder fünfbindig. Das heißt, die Bindung klappt wieder um und es kann wieder CO2 abgespalten werden, womit wir wieder die Dekarboxylierung haben. Das Ergebnis ist NADH+, das Proton wurde ja von dem aufgefangen, und das Succinyl Coenzym A. Bitte jetzt nicht wundern über die Darstellung, dass da unten eine ionische Ladung, also sprich OOC- ist. Das Proton ist natürlich dran, theoretisch, aber in einer Lösung wird es sich wahrscheinlich abspalten, daher ist das etwas genauer, aber nicht zwingend richtig. Man kann das beides wirklich synonym sozusagen verwenden. Okay, der nächste Schritt war, dass mittels des Enzyms Succinyl-Coenzym-A-Synthetase es zur Hydrolyse kommt, was dann in der Synthese von Succinat und führt. Dabei wird 1 Mol GTP frei, sprich die Energiegewinnung, welches durch die Nukleosidiphosphatkinase direkt zur ATP umgewandelt wird. Also erstmal die Energieumwandlung grob dargestellt. Guanidiphosphat, also 2 Phosphate, plus Phosphat ist natürlich 3 Phosphat, sprich GTP, also Triphosphat. Und dann über diese Nukleosidiphosphatkinase wird einfach das Guanin durch das Adenosin ausgetauscht, womit wir beim ATP landen. Wichtiger ist aber jetzt erstmal, die Hauptsynthese im Citratzyklus beginnt beim Succinyl-Coenzym A. An die Ketongruppe lagert sich ein Hydroxidion an. Gleichzeitig löst das dadurch natürlich die Spaltung, die Bindung zwischen dem Schwefel und dem C-Atom auf, wobei sie an das Schwefel dann ein Proton bindet. Sprich, hier findet eine Spaltung statt. Das Ergebnis ist das Succinat, selbiges, was mit den Ladungen ich vorhin gesagt habe, gilt auch hier, und das Coenzym A, das sozusagen ja wirklich nur als für einen Zwischenschritt gebraucht wird und jetzt wieder vorhanden ist. Unter katalytischer Einwirkung der Succinate-Dehydrogenase entsteht Fumarat oder auch Fumarsäure, wobei FAD zu FHD2 reduziert wird, indem es die überschüssigen Wasserstoffionen bindet. Also hier haben wir das Succinat, das FAD, welches in der Lage ist, 2 Protonen zu binden. Erst einmal bindet es natürlich sich an das eine Proton, das andere Proton bindet sich an das FDH. Das heißt also, an die beiden Säuregruppen angelagert, an die COOHs, haben wir jetzt ja sozusagen jeweils ein freies Elektron. Das führt natürlich dazu, dass die Bindung umklappt, dass die 1 zu den oberen Wasserstoffbestand und eine Doppelbindung entsteht. Diese Diphensäure, die da im Prinzip entstanden ist, links und rechts haben wir eine Säuregruppe, dazwischen ist halt eine Doppelbindung, das ist das Fumarat. Und zur energetischen Gewinnung haben wir dann noch FADH2 synthetisiert als Nebenprodukt. Nachdem wir das Fumarat haben, geht es weiter über die Synthese von L-Malat, bitte ein bisschen wieder zu den Oxaloacetat, was ja unser Ausgangsstoff mit war, neben dem Acetylcoenzym A. Ja, und damit schließt sich dann der Kreis. Das passiert erstmals durch das Enzym Fumarase, welches zu einer Addition von Wasser führt, wodurch das Fumarat zu L-Malat wird. Wichtig dabei vielleicht noch zu wissen, oder was heißt wichtig, eher interessant, das L-Malat kommt von dem lateinischen Wort malus, was so viel wie Apfel bedeutet, daher wird das Fumarat auch Apfelsäure genannt. Was passiert hier? An einem der C, welches eine der Doppelbindung hat,
bindet sich ein Proton an das andere ein Hydroxidion, daher Addition von Wasser ergibt ja H2O. Damit löst sich die Bindung auf und wir haben DSL-Malat, bzw. die L-Apfelsäure. Jetzt geht es wieder darum, wie denn das Oxalacetat regeneriert werden kann, sprich, das ist ja der ursprüngliche Stoff von dem Kreislauf, der läuft ja im Prinzip mal herum und dient der ganzen Energiesynthese. Das passiert, indem die sekundäre Hydroxygruppe des L-Malats durch NAD+ oxidiert wird und damit schließt sich halt der Kreislauf. Das wird alles durch die Malat-Dehydrogenase katalysiert, sonst wäre dieser Vorgang chemisch an sich so nicht möglich. So, wir sehen halt, das Proton wird abgespalten, die Bindung klappt zu der Hydroxidgruppe um. Die Hydroxidgruppe, genau genommen das Sauerstoff, hat ja dann theoretisch eine Bindung zu viel. Daher wird das dortige Wasserstoff-Ion abgespalten und damit wird im Prinzip dann das Oxalacetat und NADH bzw. ein ADH+ gebildet und das Endprodukt ist halt das Oxalacetat. Damit sind wir wieder am Anfang des Kreislaufs, jetzt kommt wieder das Coenzym A und das Ganze beginnt von neuem. Alles mit dem Ziel, für die Elektronentransportkette, allgemein für den Elektronentransport, NADH und FADH2 zu synthetisieren und als schönes Nebenprodukt etwas GTP, was auch direkt zu ATP umgewandelt wird. Und damit kommen wir dann zu der Endoxidation bzw. der Atmungskette. Wir haben jetzt alles sozusagen synthetisiert, was wir dafür brauchen. Das hier ist ja sozusagen der Hauptpunkt der Energiegewinnung. Und das sehen wir auch, weil bei der Endoxidation entstehen insgesamt 28 Moleküle ATP. Also viel, viel mehr als in jedem der anderen Schritte. Das begründet sich darauf, dass 10 NADH und 2 FADH2 aus den vorigen Schritten bereitstehen. Und ein NADH kann 2 Elektronen abgeben und ermöglicht den Transport von 10 Protonen. Ein FADH2 ermöglicht den Transport von 6 Protonen. Wenn wir das mal ausrechnen, stehen also 10 mal 10 Protonen durch NADH und 2 mal 6 Protonen durch FADH2 das zur Verfügung. Das macht insgesamt 112 Protonen, die wir haben. 4 Protonen werden dabei für die Synthese von 1 ATP benötigt. Und damit können wir das relativ einfach ausrechnen. Wir teilen 112 Protonen, die wir haben, durch 4 Protonen, die wir brauchen und erhalten dann 28 ATP, die wir damit insgesamt synthetisieren können. Ist also eine relativ günstige Sache. Bei der Oxidation von NADH zu NAD+ werden 2 Elektronen frei, welche mittels der Elektronentransportkette von Komplex 1 bis Komplex 4 transportiert werden. Diese liegen in der inneren Membran der Mitochondrien. Das sehen wir hier auch gut dargestellt. Wir haben hier die äußere Membran, die angedeutet ist, man sieht nicht komplett das Mitochondrium. Dann haben wir den Intermembranraum und da drin dann die innere Membran. In den Komplexen selbst finden Redoxreaktionen statt, sodass durch den Elektronentransport 10 Protonen von der Matrix in den Intermembranraum transportiert werden. Das führt natürlich dazu, dass ein Überschuss an Protonen dort herrscht. Ein Überschuss an irgendwelchen geladenen Teilchen führt automatisch zu einem osmotischen Potential. In der Innenmembran sitzt die ATP-Synthetase oder auch ATP-Synthase. Das wird in der Literatur meistens synonym verwendet, ich bin aber eher für Synthase, weil etwas synthetisiert wird, welche aus ATP plus Phosphor ATP herstellt. Die sehen wir hier im Bild oben links sozusagen dargestellt. Sie wird durch den osmotischen Gradienten angetrieben, denn nur durch sie können die überschüssigen Protonen aus dem Intermembranraum in die Matrix zurückkehren. Also osmotischer Gradient oder auch osmotisches Gefälle auf Deutsch heißt einfach nur, dass diese eine verschiedene Konzentration vorherrscht. Und das ist ja so. In den Intermembranraum sind ja deutlich mehr Protonen als in der Matrix. Dieser fordert keine Energie, weil sich in der Matrix ja ein Mangel an Protonen befindet, sodass der Durchschluss der Protonen automatisch stattfindet und die Energie des Durchschlusses die ATP-Synthase antreibt. Das können wir uns im Prinzip vorstellen wie eine Wasserrad einer Mühle, wobei
der Intermembranraum das Wasser von dem Fluss ist vor dem Myrat. Die ATP-Synthase selbst ist das Myrat. Und die Matrix stellt den Bereich nach dem Flügel bzw. nach dem Myrat dar. Wie bei einem Fluss es von dem vorderen Bereich automatisch durch das Gefälle von der Höhe auf die Windmühlräder trifft und diese antreibt und danach wieder abfließt, ist das hier ähnlich. Ein Gradient ist ja nichts weiter als ein Gefälle, hier halt nur nicht durch die Höhe, sondern durch die verschiedene Konzentration an Protonen. Und das bewirkt halt, dass die Protonen aus dem Intermembranraum auf die ATP-Synthase treffen, diese antreiben, wie das Myrat, und dann dadurch die Matrix oder vergleichsweise im Bildnis den Bereich danach erreichen. Es gibt noch eine ATP-ADP-Translokase, die ebenfalls durch diese protonmotorische Kraft angetrieben wird und welche bewirkt, dass ATP in das Zytoplasma exportiert und ADP in die Matrix importiert wird. Sprich, ATP als Produkt geht aus dem Mitochondrium insgesamt raus, ATP kommt von dem umliegenden Gewebe in das Mitochondrium rein, weil es ein Reaktant ist. Die Gesamtbilanz der Endoxidation lautet wie folgt: 10 NADH plus 10 Protonen plus 2 FADH2 plus 28 ADP plus 28 Phosphat plus 6 Sauerstoff reagiert zu 10 NAD plus plus 2 FAD plus 12 H2O plus 28 ATP. Das heißt, in Summe sind durch die gesamte Zellatmung 38 Mol ATP entstanden. Prokaryoten benötigen keine Energie für den Transport wie Eukaryoten, also wie die meisten größeren Organismen, weshalb sie die 38 Mol ATP direkt nutzen können. Bei uns Eukaryoten hingegen, weil wir halt deutlich komplexer gebaut sind und Energie für den Transport bereitstellen müssen, gehen da 6 Mol ATP verloren, weshalb unsere Ausbeute als Eukaryot nur 32 Mol beträgt. So, jetzt habe ich die ganzen Sachen euch vorgestellt, jetzt seid ihr daran, das auch mal zu üben. Dazu habe ich wieder mal einige Übungen erstellt und wer meine Videos kennt, weiß, was jetzt genau folgen muss. Ich bitte euch, nehmt euch Papier und Bleistift oder was auch immer und versucht mal euch an den Übungen. Ich pausiere das Video, springe zu den Lösungen, ja, und dann vergleichen wir. Ich wünsche viel Erfolg. Okay, kommen wir zur Lösung. Genau genommen zur ersten von 5 Folien. Die erste Aufgabe lautete: Nenne 3 Funktionen des Citratzykluses. Der erste ist die Synthese von Stoffen für den Anabolismus, zum Beispiel das Alpha-Ketoglutarat. Dann wird auch noch NADH und H+ synthetisiert, welche für die Endoxidation und ATP-Synthese notwendig sind. Dann entsteht auch noch GTP, das ist ein Energieträger wie ATP ist. Die zweite Aufgabe lautete: Ergänze die folgende Reaktionsgleichung für die Nettobilanz des Zykluses. Ja, so wie ich das vorgegeben hat, konnte man nicht alles ableiten, ein paar Sachen musste man wissen. Schauen wir uns das mal an. Das ist nur zum Teil rein logisch. Wenn man eine der beiden Zeilen hat, kann man es mit chemischem Wissen ausrechnen, ansonsten muss man es halt lernen. Also wir haben natürlich erstmal CH3, COS, COA, also das Coenzym A hinten dran. Dazu kommt FAD, 3 NAD+, und GTP. Das Phosphor und die 2H2O hatte ich schon gegeben. Entstehen tut Kohlendioxid und Coenzym ASH, was ich ja auch schon dargestellt habe. Dann haben wir 2FADH2+, 3NADH, 3 Protonen, die frei werden, und Guanin-Triphosphat. Okay, drittens. Wozu dient die Atmungskette Endoxidation? Das kann man relativ kurz fassen. Sie dient der Bereitstellung von Energie in Form von ATP, welches bei der Endoxidation durch die ATP-Synthase aus ATP plus Phosphat synthetisiert wird. Viertens, auch schnell gelöst, warum stellt die Endoxidation bei Prokaryoten mehr Energie zur Verfügung als bei Eukaryoten? Ihr erinnert euch, das war eine der letzten Sachen, die ich vorgestellt habe. Und zwar aufgrund des komplexen Baus von Eukaryoten ist halt noch zusätzlich Energie für den Transport nötig.
Und das verringert natürlich die Ausbeute, weil man halt mehr auch noch Energie einbringen muss, was die Prokaryoten nicht müssen. Okay, zweite Lösungsfolie. Aufgabe 5. Wozu dient die Akonitase? Stellt die Reaktion dar, bei welchen sie beteiligt ist. Also wozu sie erstmal dient? Sie dient als Katalysator für die Umwandlung von Citrat zu Isocitrat. Das Citrat haben wir hier. Wer sich daran erinnert, ist, dass von der Hydroxygruppe, dass die Hydroxygruppe sich mit dem Wasserstoff verbindet und dabei die Bindung zur Doppelbindung umklappt. Wasser wird abgespalten. Das ergibt dann das Cis-Akkutinat. Das Cis-Akkutinat lagert sich dann ein Proton an, sowie eine Hydroxygruppe, womit die Doppelbindung aufgelöst wird. Und wir haben das Isocitrat. Mal ganz einfach ausgedrückt, es verschiebt sich nur die Hydroxygruppe um eine Seite, das liegt daran, das sind tertiäre Alkohol. Tertiäre Alkohole sind relativ instabil. Und daher kommt einfach diese Umwandlung. Sechstens. Stellt die Synthese von Succinat aus Succinylcoenzym A dar. Das war schon ein bisschen schwerer. Das hier war nicht zwingend notwendig. Ich habe es von der Folie aber trotzdem kopiert, damit man sich vielleicht daran erinnert, dass hier aus Guanin-Diphosphat und Phosphor erstmal Guanin-Triphosphat und dann über die Synthase ATP synthetisiert wird. Aber zur eigentlichen Lösung, hier haben wir das Succinylcoenzym A. An die Ketongruppe bindet sich Hydroxid-Ion. Das führt dazu natürlich, dass das Kohlenstoffatom an der Stelle fünfbindig wäre. Damit löst sich die Bindung vom Schwefel und an dies lagert sich noch ein Proton dran, womit wieder das Coenzym A entstanden ist. Und ja, an der Stelle, wo es gespalten hat, ist natürlich dann auch das Succinat im Prinzip als doppelte Säure vorhanden. Siebtens. Beschrifte folgende Verbindungen. Ich gebe zu, die Aufgabe war relativ schwer. Ich weiß nicht, ob ich sie in 4 Wochen aus dem Kopf komplett richtig lösen könnte, einfach weil die Sachen sich relativ ähneln und weil man hier nicht nach der IUPAC-Nomenklatur fragt, mit der hätte ich kein Problem. Aber in der Biologie spielt die halt leider eher weniger Rolle, das ist dann Chemie. Da haben wir hier als erstes das Oxalacetat, das Citrat, das kann man sich vielleicht noch merken. Citrat klingt für mich so, als wäre es irgendwie eckig. Warum, weiß ich nicht, zumindest ist es für mich so. Und wenn wir uns die Verbindung anschauen, ist das die einzige, die wirklich stark verzweigt ist. Coenzym A, okay, das denke ich, war wirklich noch einfach verglichen mit den anderen. Die L-Apfelsäure oder das L-Malat kann man auch noch gut erkennen. Und das Alpha-Ketoglutarat, ja, auch das ist eins, von dem ich denke, dass es eher schwer zu merken ist, weil es halt den anderen so sehr ähnelt. Fünftens, beziehungsweise Lösung 5, aber Aufgabe 8. Wo findet die Endoxidation im Mitochondrium statt? Notiere die Endbilanz dieser Stufe der Zellatmung. Sie findet in der Matrix statt, ganz grob. Und das war 10 NADH plus 10H+, plus 2 FADH2, plus 28 ADP, plus 28P, plus 6O2 reagiert zu 10 NAD+, plus 2 FAD, plus 12 H2O, plus 28 ATP. Im Prinzip muss man sich nur merken, wie viel NADH, NAD-FADH2, und ATP bzw. ADP vorhanden ist. Der Rest lässt sich einfach ausgleichen, weil man natürlich weiß, dass bei NADH zu NAD+ wird, FADH2 zu FAD und das ATP zu ATP. Das heißt, man muss oben nur dementsprechend viel Phosphor ergänzen und der Rest ist im Prinzip ausgleichen zwischen Wasserstoff und Sauerstoff mittels Wasser. Neuntens. Worum handelt es sich bei der protonmotorischen Kraft und wozu dient sie? Die protonmotorische Kraft entsteht durch den Protonquotienten, also das Ungleichgewicht zwischen der Konzentration der Protonen im Intermembranraum und der Matrix. Da dies ein osmotisches Potential darstellt, weil es halt geladene Teilchen sind, die nicht in gleicher Konzentration in denselben benachbarten Bereichen sind, sind die Protonen bestrebt, wieder in die Matrix zu gelangen, was nur durch die ATP-Synthase bzw. ATP-Translokase möglich ist.
Der Durchfluss treibt dabei diese an und stellt die Energie für die Synthese von ATP aus ADP und Phosphor bereit. Ihr erinnert euch, das war dieses Bildchen mit der Windmühle. Ja, damit sind wir heute mit dem Thema durch. Ich gebe zu, der Zitratzyklus ist eines der schwersten Themen der Biologie, weil er so extrem komplex ist mit Biochemie. Ich denke aber, wir haben die Sache ganz gut abgeschlossen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, ich habe es auch so dargestellt, dass es ein bisschen interessant war, auch für jene, die bei Biologie an Tiere und Pflanzen denken und nicht an Moleküle, die ja eigentlich eher in die Chemie irgendwo reingehören. Ich verabschiede mich auf jeden Fall mit diesen Worten, wünsche euch einen wunderschönen Tag, schönes Wochenende. Über ein Abo oder Kommentare allgemein freue ich mich immer. Jo, tschüss!